Alter. Ich... Hört man das im Stream? Das ist eine gute Frage. First frame. Hallo, der Weiland. Eine Frage, wie schlimm hört sie das an? Also soundmäßig. Okay, gut. Hätte besser sein können. Was sollen diese Frame Drops? Naja. Danke Don und Rioxas für die geilen Hosts. Hey Don. Buh.
Hallo Mato. Puh, okay. Finde ich eine gute Begrüßung, Rioxas. Na, die Dreisprung straight verkackt. Aber hey, die Sabon ist noch drin, habe ich recht. Verdammt. Gestern der 16er von Clay, er tat mir leid am Schluss. Danke, Little Wolf, für den geilen Follow. Don, welchen 16er meinst du? Was? Es gibt sogar Speedrunner, die so schlechte PB gemacht haben. Was? Alles klar. Ich weiß nicht, ob man das verstehen muss. Alter, der Sound bei mir ist so schrecklich. Ich hoffe wirklich, dass es im Stream geht. Oh nein, nein, oh Gott. Wie heißt das Sprichwort? Üben, üben, üben. Ja, dann hat man's. Man hört den Sound ganz leise. Den vom Spiel? Nein, muss das sein. Der Stream lädt ab und zu mal mehr. Ja, okay. Das tut mir leid. Ich habe auch vorhin unglaublich viele Framedrops gehabt. Also ich kann das Spiel noch lauter stellen, wenn es immer noch zu leise ist. Okay, hoffen wir mal, ich verkacke das nicht. Okay.
ja, genau. Okay. Oh, fast auf Save and Quit gedrückt. Das wäre nicht gut gewesen. Eine ganze Minute für den dritten Bowser. Hat er Vorsprung oder gebraucht? Okay, da bin ich froh, wenn der Sound so passt. Sub 19. Boah, Alter. Dann hätte er mich ja sogar noch geschlagen. Das hätte ich dann nicht auf mir sitzen gelassen, also. Und nice. Die Swag-Strat. Fünfunddreißig Sekunden beim Bowser weggeschmissen, ja. Verdammt. Ah, die 100 Münzen. Yep. Ich sammle auf jeden Fall die Safety Coin ein. Ich verkacke das so oft, so richtig dumm. Okay, eine verpasst. Zwei noch. Im 16, ne? Achso, für dritten Bowser. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, vielleicht so für einen guten Bowser braucht man vielleicht so 40 Sekunden. Würde ich mal schätzen. Okay, jetzt eine noch weg. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist jetzt gerade nicht wirklich passiert. Okay. Verdammt. Heilige, das darf doch nicht wahr sein. Okay, ich brauche auf jeden Fall einen Backup-Stern. Das kotzt mich an. Ich glaube, ich muss den Affen machen in Tall Tall Mountain. Ja, grob geschätzt. Grob geschätzt 40 Sekunden. Also für das komplette Bowser-Level vielleicht. Ich weiß nicht. Für das Bowser-Level ohne Bowser braucht man vielleicht eine Minute, anderthalb Minuten oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke da nicht so genau auf die Zeit. Mir ist nur wichtig, wie weit ich vorne oder hinten bin. Okay, gut. Gut. Ah, verdammt, Buch verkackt.
Nein. Durch die Tür wollte ich nicht. War klar. Das war nicht der schönste Big Boo Sound. Klingelt gerade das Telefon? Ja, hört sich so an. Ah, verdammt. Das war nicht gut. Was war dein Zeitrekord? Wie meinst du das, Weiland? Nein, tue ich nicht. Eins nur 57 noch. Aber ich sag mal so, die Saboren kommt ganz sicher bald. Also, ich habe mir letzten Sommer... Oh mein Gott, was habe ich da gerade gemacht? Ich war gerade völlig verwirrt oder so. Ich habe mir letztens nochmal meine PB irgendwie angeguckt und ich war ja in der Hälfte des Runs war ich 2,5 Minuten hinten. Also, ja. Bei 16, 19, 12, ja genau. Aber auch da habe ich ein paar Fehler gemacht. Wie meinst du das, Mato? Wer würde bitteschön bei dritter Bowser 2? Also 2, 12, bitteschön. Verdammt. Okay, das war nicht gerade schnell, aber. Lieber langsam und sicher als schnell und langsam. Nee, lieber langsam und schnell als schnell und langsam. Ich sollte damit aufhören. Und warum schaffe ich die Arschbombe hier nicht? Ach so. Okay. Lieber langsam und sicher als schnell und salzig. Ja, das trifft's eher. Lieber langsam und Zucker als schnell und salzig. So. Perfekt. Mache ich als erstes die Kiddies oder den Großen? Ich glaube, ich mache den Großen. Okay, hoffentlich war der Weitsprung nicht zu spät. Nee, okay, passt.
Ja, so ist es halt, ne? Die meisten Fehler als, naja, ich sag mal, relativ Anfänger ist halt, wenn man versucht, irgendwie zu schnell zu sein. Bei irgendwas, was man nicht so gut kann oder geübt hat, dann nimmt man es lieber langsam, dann ist man im Endeffekt schneller, ne? Wie lange hast du gebraucht für 1912? Puh. 19 Minuten und 12 Sekunden, würde ich jetzt sagen, aber. Verdammt. Ich sag mal so, ich habe damals meine Zeit noch über Weißlip gemessen. Bei so 70er Runs. Damals war ich noch ganz stolz auf mich, wenn ich gesagt habe, ja, ich kann das in 1,5 Stunden durchspielen mit 70 Sternen. Und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen, 16er zu machen. Ich weiß nicht, was damals meine Zeit war. Vielleicht irgendwas mit 21 oder so. Und dann habe ich halt Pause gemacht von SM64 oder habe, glaube ich, 70 angefangen und habe ganz lange 70 gemacht. Dann habe ich Majora's Mask angefangen zu Speedrun. Und dann nach Majora's Mask kam OOT. Und dann habe ich wieder mit SM64 angefangen und in der Zeit habe ich dann mich langsam runtergearbeitet. So, ich habe quasi wieder neu angefangen. 26, 24, 22, 21 und dann hatte ich eine 20,7, eine 20,4, eine 20,3 und dann eine 19,12. Hat vielleicht 2 Monate gedauert, nachdem ich wieder angefangen habe. Ah, verdammt, kein Clip. Wäre sowieso ein schlechter Winkel gewesen. Ich wäre auch froh, wenn ich es in 1,5 Stunden durchspielen könnte, ja. Ach, Bo. Jetzt eine dumme Frage. Würdest du ein SM64 Speedrun, egal ob Original oder Hex, mit einer Sterne ohne Save State machen? Ja, würde ich schon, denke ich. Mit meiner Zeit muss man sich noch schämen. Ach, Don. Was hast du für eine 1,11 oder so? So habe ich auch angefangen. Mit einer 1,14. Und dann war ich Gott froh, wenn ich mal unter 1,10 gekommen bin. Und dann kam irgendwann mal die 1,7 und ah, man hat sich gefühlt, man hat sich gut gefühlt. 1956 dann. Ich sag dir, du kommst schon an mich ran. Naja. Ach so, ja, klar. Im 16er. Aber deine 70er Zeit ist auch nicht gerade die. Naja. Mein 1,11 ist schon ziemlich gut, ne? Aber ich denke so. Das Ziel ist oftmals so, um die Stunde zu kommen. Verdammt. Das habe ich nicht gesagt, Bu. Alter, Don ist voll gut. Im 70er kann er sich noch so stark verbessern. Dann bist du der Erste. Dann bist du der Erste, Safe macht mit Speedrun der Simple. Okay. Ja, den kenne ich. Den kenne ich. Komm schon. Ach, verdammt.
Also ich speedrunne vorzüglich OOT und SM64 und Majora's Mask. Dann habe ich aber gestern bei Pro gesehen, der hat ja irgendwie Starrod gestreamt. Und da habe ich auch so, habe ich mich so gefragt, wie wäre wohl so ein Starrod Run? Aber naja, das war nur so eine Überlegung. Klee gegen dich wäre mal nice, weil immer Klee gegen Wolle, please. Vielleicht im 120er, weil da hätte er noch Chancen, ja. Da hätte er sehr gute Chancen zu gewinnen. Ich habe, glaube ich, bis jetzt nur einen einzigen 120er in meinem Leben gemacht und das war, glaube ich, so 3 Stunden. Ich meine, im 70er hätte er auch eine gute Chance gegen mich, klar, aber da müsste ich dann schon einiges verkacken, sagen wir mal so. Jetzt im 16er, nee, da könnt ihr auch sehr gut gewinnen. Ich bin nicht gerade der Beste in BLJs. Ich finde, wir sollten mal ein 0-Sterne-Race machen. Neun Tage, dann ist Weihnachten, stimmt. Ich bin irgendwie kaum in Weihnachtsstimmung. Liegt vielleicht daran, dass kein Schnee liegt. Aber egal. Okay, Bowser-Level bloß nicht verkacken. Nein, 0 Sterne schaffe ich nicht. Ich sag mal so, diesen ersten BLJ in Quests, Bowser in the Dark World, der geht noch. Aber dann dieser S-BLJ, der ist. Nee, das ist unmöglich. Verdammt. Fall nicht in die Lava. Bitte, bitte, bitte hör auf. Okay, das war, ich würde mal sagen, der erste große Fehler in diesem Run. Ach, bitte, jetzt. Wow. Einer wollte Speedrun 0 Sterne. Er darf keine Münzen. Alter, okay. Moment mal, würde es gehen? Das müsste theoretisch sogar. Ja, doch, das müsste gehen. Verdammt! Warum ist Bowser in der Fire Sea? Warum verkacke ich da immer so krass? Ja, aber dann nicht in 0 Sterne.
Wobei in 16 wäre es dann gar nicht mehr möglich. Buh, also so viel Salz läuft noch nicht raus. Zum Glück. Aber das kann sich noch alles. Das kann sich noch alles ändern. Komm schon, erster Ring. Na, verdammt, zweiter Ring. Ein bisschen. Ja, das dachte ich mir eben auch. Das in 16 Stunden könnte ich mir das sehr schwer vorstellen. Ich spiele auf Project 6416. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir ein N64 aus Japan kaufe. Allein schon wegen OOT, 100%. Aber ich sag mal so, ich möchte erstmal die VC-Route für 100% lernen. Bevor ich erstmal anfange, darüber nachzudenken, mir einen zu kaufen. Weil ich sag mal so, würde ich mir einen japanischen N64 importieren, dann natürlich auch mit SM64, wäre klar. Ich beneide dich drum. Oh, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Aber okay. Okay, das ist bis jetzt ziemlich langsam. Okay, hoffentlich rieche ich alle. Aus Japan. Nein, nicht auf PAL natürlich. Verdammt, da wollte den Sprung machen. Du bekommst eine PAL oder eine NTSC? Will endlich mal wieder SM64 spielen. Oh. Das war mittleres Level, wirklich? Okay, naja, egal. Verdammt. Okay, das war. Alles klar. Buh, ich erwarte von dir nächstes Jahr. SN64, 70, egal was von der Kategorie Runs auf PAL, okay? Alles klar, Dankeschön. Ach, bitte. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Na, und jetzt hat sie die Kamera gedreht, das heißt, jetzt wird es nicht funktionieren. Zum Glück bin ich noch auf der Plattform gelandet. Geiler 70er von Boo. Der Hype ist real. Aber sowas von real.
In meinem Zimmer ist meine N64 angeschlossen mit SN64, DK64, Mario Kart, Bomberman. Über Diddy Kong Racing würde sich Wollo freuen. Und Smash Bros, ja. Ist halt so, ich schätze mal, die meisten klassischen Spiele. Aber dir fehlt noch OOT und MM, mein Lieber. Ja, Bu, das mach ich. Okay, das war nice. Das ist die schlimmste Welt, finde ich. Das freut mich, Weiland. Wenn das auf mich bezogen war. Und nicht auf Bu. Okay, das war pretty close. 14-jährige Mädchenstimme, auch schrecklich. Okay. Ich will jetzt nichts sagen, weil das könnte den Run beeinflussen, aber es sieht momentan ziemlich gut aus. Aber ich muss hier den Affen machen, das ist nicht ganz gut. Okay, dann halt mit Schei, gell? Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, der DS-Teil, der ist fragwürdig. Es gibt Leute, die mögen den, aber ich weiß nicht, die Steuerung ist so schlecht und wow. Und ich bin schlecht. Und ich mach die Safe-Strat. Ach, ich kann den Affen nicht. Heilige. Bitte, Affe, komm her. Klar, da gab's 30 Sterne mehr, aber wird das Spiel dadurch besser? Also für mich nicht. Ja, der DS ist halt nicht der N64-Teil, ne? Der Affe ist schlimmer wie Mips. Viel schlimmer. Okay.
Mache ich die Wall Jump Strat oder mache ich die Safe Strat? Safe Strat. Bitte. Bitte! Alter, dein Ernst! Das ist jetzt. LOL. Der hat da einfach mal 10 Sekunden verloren. Hey René. Okay. Rote Münzen. Please be nice to me. Okay. Über die roten Münzchen will ich mich mal nicht beschweren. Die waren ganz okay. Clay streamt. Hör ich nach dem Run auf? Ich weiß nicht. Geiles Luigi's Mansion will man doch nicht verpassen. Geilen Playrate! Natürlich! Und wisst ihr was? Wenn das eine Sub 1 wird, dann schreiben wir alle nachher die Nummern rein, okay? Alles klar, danke. Die paar Leute, die zu Clay gehen, Kappa. Inklusive mir, also zwei. Na, ich bin schon relativ zuversichtlich, dass es eine. Okay, ja, ich sag nichts mehr, ich sag einfach nichts mehr. Ich beeinflusse das RNG mit meinem Optimismus. Nein, ich mache nicht die 3 Schwung-Smash. Oh mein Gott, ja, das, wow, das hätte ich so hart verkackt. Hier die Easy Strat. Als Hosten, als würde ich das vergessen, Bu, please. Ich mag Snowland. Snowland ist schön. Wenn man so ein fortgeschrittener Speedrunner ist, ist Snowland ja halt auch so eine richtig technische Welt, ne? Finde ich immer sehr interessant bei so den Pros zu sehen, wie die das machen. Sag echt nichts, vorher wäre fast der 120er WR gefallen. Bis zum 100. Wow, bei wem? Punky? Oder Cheese oder Simply? Na, Simply schätze ich mal nicht. Ja, Punky. Verdammt. Das ist bitter, das ist bitter.
Lol. Eine sehr schöne Begrüßung. Nein, das bin ich nicht. Ich bin schlecht in dem Spiel. Please. Danke für den Follow, Flo. Flo. Flo, yo. Flo, yo. Was auch immer. Ja, ich weiß. Don Camillo, hier guck dir mal den an. Der ist richtig gut in dem Spiel. Wow, das war letzter Frame. Nicht die schönsten roten Münzen, die die Welt gesehen hat. Aber hey, ist halt mein Niveau. Du bist Pro in dem Game. Na. Ja, geht so. Im Vergleich zu früher bin ich auf jeden Fall ein bisschen stolz auf meine Entwicklung. Okay, das kann man jetzt leicht falsch verstehen. What the? Ja, klar, Alter, ist dein Ernst? Wie du vielleicht gerade gesehen hast, nein, ich mach kein Lucky Du Bones. Ich bin Noob. Wow. Okay, das sind definitiv 20 bis 30 Sekunden verloren. Das war zu früh. Das war. Ach Gott, please. Backup. Backup. Ey, ich will den Run jetzt echt nicht ernsthaft bei Rainbow Road verkacken, ne? Okay, ganz sachte, ganz sachte. Ganz vorsichtig. Nein, nein! Nein, Mann! Nein! Okay. Okay. Ich habe 2 Minuten 30 Polster. Solange ich nicht 2 Minuten 30 fail, passt es. Aber dann muss es jetzt auch mal langsam klappen. Okay. Was ist so schwer? Was ist da dran so verdammt schwer? Please, please, Anneliese. Unglaublich. That's old. Der Run ist immer noch Sub-1-Pace. Wenn ich TTC nicht verkacke. Wenn ich TTC nicht verkacke. Und das Boss-Level auch ganz gut läuft, dann ist es eine 59. Im besten Fall eine hohe 58. Aber die Chancen auf Sabron stehen immer noch gut. Okay, risky Strat. Ich liebe diese Strat. Wenn ich sie nicht verhau, dann ist es schön. Nice. Guter Split. Gut in Anführungszeichen. Ja. Okay, ich schaff's auf jeden Fall nicht um 12 in TTC.
Nein, Viertel nach. Okay, Viertel nach, da bietet sich der schon eigentlich ganz gut an. Wow, okay. So. Die letzte Welt. 52 Minuten und 53 Sekunden. Ich bin nervös, ich bin nervös. Ich darf es nicht sein, ich darf es nicht sein. Fuck, warum bin ich so nervös? Zweiter Try. Triple Jump. Ist okay. Was mache ich da? Was mache ich da? Oh mein. Oh, wow! 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 Alter, das war knapp. Heilige. Nein, sammel doch den Stern ein, bitte. Mario. Ich hasse dich manchmal echt. Boah, Alter, das war die Angst meines Lebens. Okay. Wenigstens nicht gestorben. Das wäre ein sagenhafter Timeloss gewesen. Okay, first try. Das war langsam. Okay, Alter, ich gehe so auf safe gerade. Ja. Ruhig bleiben, Nico. Du kannst es. Ich weiß doch, Don. Aber manchmal ist es halt nicht so einfach. Das musst du doch verstehen. Naja. Noch zwei Sterne, Alter. Noch zwei Sterne. Und das Bowser-Level. Hört man das Zittern in meiner Stimme? Okay. Ich muss mich beruhigen. Das hier ist ein Offline-Run. Verdammt. Wow, das habe ich gut gemacht. Das sind 10 Sekunden verloren. Stell dir vor, das hier wäre ein ganz entspannter Offline-Run. Du wärst nicht auf PP-Pace. Du bist 7 Minuten hinten. Das ist einfach nur Übung. Die gute alte Taktik stellt dir Mario einfach in Unterhose vor. Ja, ja. Verdammt. Verdammt. Ich bin jetzt mal etwas ruhig. Okay. Eine 56:30 TTC. Ich frage mich, hätte ich meine alten Splits noch, wie weit wäre jetzt meine Sum of Best unten? Also bevor ich Windows 10 neu draufgesetzt hat, war sie bei 56 irgendwas. Verdammt, Alter, das wäre fast der Tod gewesen. Spiel es einfach sauber runter. Einfach sauber runterspielen.
Warum habe ich die Kamera gedreht? Egal. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte greif die Stange. Bitte. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich kann die Backup nicht. Ich kann diese verdammte Backup nicht, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Ganz ruhig bleiben. Still PP pace, still PP pace. So dumme Fehler. So dumme Fehler. Okay. Okay, ich habe 1,5 Minuten für den Bowser. Das werde ich ja wohl hinkriegen. Das werde ich ja wohl verdammt nochmal hinkriegen. Verdammt. Ach, wetten, ich schmeiß ihn jetzt irgendwie 10.000 Mal daneben. Okay, da haben wir schon mal das erste Mal. Please, please. Die 59 ist noch drinne. Bitte. Okay. Okay. Jetzt einfach den letzten Wurf. Komm schon. Ich lasse mir etwas mehr Zeit. Ich mache den Clay nicht. Ich mache nicht den Clay. Und triff bitte. Ja! Ja! 59. Bitch. /59/44. Ach, Leute. Ah, endlich. Es hat so lange gebraucht, bis ich endlich diese verfickte Sabon habe. Ich hätte die schon vor 4 Monaten haben können. Aber gut. Ich habe die Sabon vor Weihnachten. Clay hat sie nicht. Ich bin zufrieden. Mehr oder weniger. Der Run war nicht allzu gut, aber... immerhin... eine geile PB. So, Della. Okay. Jetzt, da wir beim Ende wären, habe ich vielleicht ein paar Sachen zu sagen. Numero uno ist der Run. Der war nicht allzu live. Sondern das ist eine Aufzeichnung von gestern Abend. Und ich wusste schon die ganze Zeit über, dass ich am Ende die 59 haben würde. Dachte jetzt aber eigentlich, ich mache eine Ein auf Enop. Ja. Ich mache eine auf Enop und tue einfach mal so, als würde ich spielen. Aber das hält nichts davon ab, irgendwie jetzt Clays Chat zu stürmen. Bitte. Und einfach mal ein bisschen abzugehen. Alles klar.
Ich habe euch voll verarscht. Aber das Komische ist, ich war irgendwie jetzt, wo ich das so, wo ich so getan habe, als würde ich spielen, war ich irgendwie aufgeregter, als ich den Run tatsächlich gemacht habe. Schwindelbube! Oh nein! Oh, jetzt weiß ich, warum man mich eventuell doppelt gehört haben kann. Ich installiere gerade irgendwelche Soundtreiber, deswegen. What? Okay, jetzt wird's langsam. Ich schätze mal, das ist von der Videoaufnahme, ja. Okay, ich beende den Stream hier. Vielleicht streame ich heute Abend noch ein bisschen OOT. Ich denke sogar, das werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit machen. Danke, Weiland, danke. Und ich hoffe, wir sehen uns jetzt gleich im Clays Chat. Schreibt alle bitte das hier. Nein, nicht 55, das ist. Kommt irgendwann mal später. Oder macht's so. Naja, also dann, bis denne. Tschüss.